So. Willkommen zu Folge 44 von MyTest. Yay. Jetzt, nachdem die Kisten gefixt sind in der letzten Folge, habe ich ja schon schön und breit gezeigt, wie man mit Lua programmierenderweise umgeht. Kommt jetzt, der Umzug an. Steht jetzt der Umzug an. Heißt also, schön alle Kisten ausräumen und dann alles einsortieren. Wow. Das klingt voll spannend. Echt jetzt. Endlich Schritt war dabei, die Kiste eigentlich auch gleich mit auflösen. Scheint sich ja eh keiner zu bedienen. Von daher. Ein bisschen sortiert machen hier. Hier sind keine Steine mehr drin, ne? Wär auch seltsam, wenn doch. Ah, Steine haben wir mittlerweile auch ein paar. So, machen wir erstmal hier das ganze Baumaterial. Einfach in der Reihenfolge, in der, was wir wie oft haben. Oh, ich habe ja mal Sand vergessen. Schau mal an. Gut, bei dem Rest ist es eigentlich egal, in welcher Reihenfolge. Gehen wir einfach mal hier durch. Gut, andererseits können wir Sachen, die wir eh nicht in die Kisten packen können, so wie das hier zum Beispiel und das hier zum Beispiel, einfach draußen lassen. So. Okay, gehen wir einfach mal rüber. So. Oh, apropos Nahrung, ich sollte auch mal Nahrung zu mir nehmen, ne? So, hier kommt das ganze Gestein rein. Erhalt welche Tasse? Das ist echt die spannendste Aufgabe der ganzen Welt. Ich bin voll beeindruckt.
So, für Sand mache ich aber nur eine Kiste. Das heißt also, auf die eine Seite kommt der gelbe Sand und da kommt dann der silberne Sand. Aber so viel Sand werden wir nicht anhäufen, da reichen immer zwei Fächer komplett aus. Für die werde ich aber, wie gesagt, hier haben wir natürlich massig. Sand werden wir auch eine Menge vielleicht irgendwann haben und Gravel auch, weil das fällt halt im Untergrund am meisten an. Oha, es flackert immer noch ab und zu. Jetzt zum Beispiel. Das gibt's doch gar nicht. Es flackert. Wollt ihr mich verarschen? Es flackert echt immer noch ab und zu. Ich glaub das nicht. Tja, dann muss ich da echt nochmal nachgucken, was da ist. Oh mein Gott. Na gut, das werde ich dann aber offscreen machen. Werde ich dann im schlimmsten Fall nochmal alles abbauen dürfen und dann auch mal aufbauen, aber wie gesagt, diesmal dann aber offscreen. Dann war das ja komplett umsonst. Und ich dachte, ich habe den richtigen Wert verändert. So. Gut, dann füllen wir jetzt mal die Taschen wieder mit dem ganzen Plunder, der hier drin ist. Achso, Werkzeuge nicht. Werkzeuge können wir eh nicht einlagern. So. Oh ja, wir haben einen Diamanten. Yay. Achso, Rüstung brauche ich ja gar nicht. Rüstung kann man ja auch nicht einlagern. Bei den Dingern bin ich mir gar nicht sicher. Wir probieren einfach mal, weil ich glaube, kann man die auch nicht einlagern. Also draußen. So, ist hier noch Kohle drin? Nein. Okay. Gut. Sehr schön. Gut, haben wir das Gebäude schon mal leer. Können wir eigentlich direkt 1:1 jetzt so stehen lassen und ja, sich selbst überlassen. Und wir ziehen damit nun offiziell in das andere Gebäude um. Dann räume ich das ganze Scheiß, den ich jetzt hier in den Taschen habe, nochmal weg und dann fangen wir an, unten die Etage einzurichten. Aber es flackert jetzt definitiv weniger. Wow, das hier jetzt ist komplett weg zum Beispiel. Alter, das geht doch gar nicht. Das mit den Dorwan ist echt so eine Sache für sich, ey. Das ist ja hier. Schlimm ist das ja. Okay. So, wir haben erstmal ein bisschen. Wir müssen hier ein bisschen sortiert vorgehen. Heißt also, ich suche erstmal alles raus, was mit Samen oder Saplings zu tun hat. Bei Samen denken ja die meisten gleich wieder an Samarguss. Mich inklusive. So, mehr gedönt. Doch, ja. Okay. So, das heißt, Samen kommen ganz oben rein. So. Haben wir nicht, sehr schön. Dann kommen wir drunter jetzt die ganzen Blätter. Oh, so viel haben wir gar nicht. Buschblätter, hier war der normale Busch, also kommt da die Buschblätter hin. Und das ist Kiefernadeln, also kommt das bei Kiefernsetzling. Da drunter. Hey, wir haben keine normalen Blätter? Wir müssen doch noch normale Blätter haben. Leute. Ach, hier unten. Wow. Ja gut, es sind auch so extrem viele. Gut, wir machen das so. Ich würde mal sagen, wir nehmen einen kompletten Kasten, nehmen wir hier raus und packen den hier oben rein. Und alles, was über
dem hinausgeht, lagern wir dann halt hier unten ein. Das wäre jetzt natürlich dumm. So, danke. Okay, so, jetzt haben wir auch schon mal die Blätter weg. Jetzt kommt alles. Ne, das lasse ich erstmal draußen. Gut, wir haben nochmal alles, was mit Gestein zu tun hat hier. Okay. So. Für sowas wäre so eine Rumpelecke am besten, ne? Rumpeln machen wir am besten hier gleich mal gegenüber. Ist auch schon naheliegend. Und da machen wir einmal hier. Hä? Waren das keine Stufen? LOL. Wow. Werden einfach mal als normale Sachen angezeigt. Ist ja auch geil. Wow. Die Beschriftung ist die richtige, aber die Bilder hier, da die Bilder sind ein bisschen falsch. Wow, das ist geil. Das gefällt mir. Ernsthaft, das ist scheiße. Ich glaube, bei den Dwarven werde ich noch eine ganze Menge fixen müssen. Das ist jetzt nicht so schön. Gut, egal. So, das nächste sind dann Rohstoffe, also Items der besonderen Art. Gott, so viel haben wir ja gar nicht. Ist ja schon traurig, ne? So, das kommt einfach mal eine Reihe weiter hier drunter. Mann, da rein. So, dann haben wir hier noch ein bisschen. Ach komm jetzt. Da. Das ist Bronze, ne? Ja, das könnten wir sowohl bei Zinn als auch bei Kupfer machen. Ach so, halt, nein, warte mal ganz kurz. Bei Kupfer gibt es ja auch Erz, ne? Ne, ich meine Bronze. Ne, gibt es kein Erz. Okay, halt, also man macht das direkt mit den Barren, dass man die mischt. Ja gut, dann gibt es dafür also keine Erze, dann müssen wir das also separat einordnen. Machen wir am besten einfach bei Diamanten, weil wir Diamanten gießen nicht, was man daraus machen kann. Dann passt das. Ach komm, nee. Machen wir komplett extra hier, so dahin. No problemo. Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh Gott. Ah, halleluja. Na gut, da werden wir also definitiv noch nacharbeiten dürfen. Okay. So, das ist dann wieder hier oben. Das sind normale Blöcke, die kommen hier oben mit rein. So, das sind hier wieder Spezialblöcke, die kommen. Achso, halt. Normale Blöcke kommen ja auch hier oben rein. Und zwar hier. Bam. So. Wenn man versucht, in der Kramkiste Ordnung zu schaffen. Oh mein Gott. Hä? Ach, wow. Okay. Da war gerade der Server ein bisschen alarmartig. Dabei ist er gar nicht ausgelastet. Warum war der gerade ein bisschen busy? So, da gucken wir mal, was wir noch so haben. Wir haben Wolle, wir haben haufenweise. Gut, wir machen erstmal die Sachen zum Essen. Alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat. Oh, hier ist noch Eisen. Okay. Essen kommt hier unten hin. Gekochtes Hühnchen, aber rohes Hühnchen, ja, haben wir. Dann kommt rohes Hühnchen dahin, gekochtes da drunter. Rohes Fleisch, da haben wir kein gekochtes. Wir haben aber rohes Steak und von dem ist vor auch gekochtes. Ne, haben wir nicht. Wow, okay, interessant, ja, verstehe. So, hiervon machen wir eine ganze Kiste. Die machen wir ein bisschen hier hin.
Weil von dem werden wir früher oder später auch noch eine ganze Menge einsammeln. Äpfel. Ne, Äpfel packe ich hier nicht in den Schrank rein. Erstmal. Die lagern wir erstmal komplett im Inventar. Pilze. Eier kommt hier rein. Das ist hier so Kram gedünst. Da packe ich auch erstmal die Äpfel rein, damit mein Inventar mal ein bisschen leerer wird. So, jetzt schmeißen wir einfach erstmal alles bei mir hier rein, damit wir einen Gesamtüberblick haben, was wir noch alles haben. So, Taschen sind alle leer, sehr schön. So, wir haben Blätter und Blumen. Blätter und Blumen würde ich gerne komplett separat gelagert haben. So lässt es sich besser einsortieren. Kann ich nämlich einfach mit der Umschalttaste hier rumklicken. Tja, so viele Blumen haben wir gar nicht, ne? So, das ist wieder Krams. Ah, siehst du, genau, das kann ich bei den. Oh, komm. Da. Easy. So, Farben ist definitiv auch Blumen. Da kommen ein paar durch die roten Blumen hin. Hier kommt ja die orange Farbe hin und so weiter und so fort. Hier einmal lang. Baumwolle kommt erstmal, wird das hier unten. Da hatten wir schon eine Kiste, genau. So, okay, das nächste kommt dann. Ja, der ganze Rest. Der ganze Kladderadatsch. So, das ist hier nochmal Nahrung. Habe ich von. Also bin ich der Hälfte. Ah, Hilfe, da. Das kommt damit rein. Glas ist auch Krimskrams. Wobei es könnte auch ein Baumaterial sein. Könnte ich also eigentlich sowohl hier als auch da rein knallen. Ich knall es trotzdem erstmal hier rein. Das gehört mit zur Baumwolle. Das würde ich also gerne hier mit lagern. Ich vergesse schon, das wird die Unordnung des Jahrhunderts. Wir werden hier nie wieder etwas wiederfinden. Das ist euch hoffentlich klar. Yay. So, Stöcker kommt hier mit unter die Fackel. Holz ist Holz, also kommt es damit hin. Erstmal. So, dann haben wir alles aufgeräumt. Ach du Kacke. So, okay. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir brauchen ein Bett. Ich würde aber gerne nicht nur ein Bett machen, sondern wir gleich so als Doppelbett. Heißt also, wir brauchen zwei Betten. Also brauchen wir 6 mal Wolle oder wie viel brauchen wir jetzt? Okay, halt also 4 mal 6, also 24. Wolle ist hier vorne. So, dann brauchen wir 6 mal Holz. Und 2 Stöcker. So. Ach so. Okay. So, das Ding kommt wie gesagt hinten in die Ecke. So, ein Doppelbett. Neben ein Bett gehört immer ein kleiner Tisch. Das machen wir wieder mit so einem Slab. Dafür brauchen wir Holz. Ich drücke mal die falsche Taste. Achso, halt mal.
So, wisst ihr was hier kommt? So, da haben wir einen Nachttisch. Bom. So, ein bisschen breiteren Nachttisch. Okay. So. So, die Frage ist, wollen wir hier noch eine Meselampe? Weil eigentlich haben wir ja hier Fackeln, aber ich würde also nehmen ein Bett kürzer mit Bettlampe. Das muss einfach sein. Aber die Frage ist, haben wir alles, was wir dafür brauchen? Ja, haben wir. Okay, sehr schön. Gut, wir brauchen als allererstes Stöcker. Wie viele brauchen wir da? Eigentlich nur zwei. Wir haben aber nicht genug Holz. Wir werden uns also nochmal hier ein bisschen Holz bedienen. Da brauchen wir ein Glas, ein Mesekristall. So. Achso, halt. So und so. Easy. So, das kommt dann dahin und das kommt dann da drunter. Da haben wir so eine Lampe. Gott, ist hier riesig. Vielleicht doch ein bisschen groß. Lassen wir erstmal. Gut. Dann bräuchten wir jetzt hier erstmal einen Tisch. Einen richtig schönen großen Tisch mit ein paar Stühle. Also brauchen wir viel Holz und also hier Slabs und Stairs. So, die Frage ist, wie machen wir das? Also, wir nehmen erstmal hier ein bisschen Holz in die Hand. Dann machen wir mal, wir nehmen eine Breite von 8. Oder wir könnten auch so richtig schön zentriert in den Raum Tisch stellen. Kommt wahrscheinlich besser, dann machen wir das so, genau. Also wir machen einen Tisch, der wird dann 2x8, heißt also wir brauchen 16 Dinger. Wir haben bereits 4, passt perfekt. Ha, was will man mehr? So, für einen Tisch brauchen wir natürlich auch noch Tischstützbalken. Heißt also, wir brauchen von den Dinger noch ein paar. Haben wir keine Stöcker mehr? Lol. Kann man keine Stöcker vorrätig haben? Das geht ja gar nicht. So, wir brauchen, wir haben 4x8, also reichen eigentlich 4 Stützen komplett aus. Also, leck mich. So, jetzt kommt das, was wir auch noch brauchen für einen Tisch, und zwar die Stühle. Wir haben 8, das wären 3. Also 6 bräuchten wir insgesamt. So, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wobei, halt, ich habe mich verrechnet. Wir bräuchten 4 auf jeder Seite. Oder wir können so Doppelstühle machen. Ja, komm, wir machen Doppelstühle. Dann brauchen wir also doch noch mal ein bisschen. Ja, kommt immer. So. So, hier jetzt schön Tisch. Und zwar kommt er hier so hin. 1, 2, 3, 4. Bam. Bam. Dann ragt der Tisch hier so ein bisschen in die Stelle rein. Würde das optisch passen? Ich habe keine Ahnung. Wir machen erstmal. Gucken wir mal weiter. Der Tisch ist ganz schön hoch, kann das sein? Also gedenkt hatte ich mir das jetzt eigentlich, Hallo, bitte bauen.
So hier. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen zu groß ist. Ja, aber das ist viel zu groß, das geht gar nicht. Das ist natürlich Bullshit. Das Problem ist, wir können diese Dinge auch keine halbe Stufe weiter runtersetzen, weil dann passt nämlich nichts mehr drunter. Wir werden uns da also eines anderen Trickes bedienen müssen. Ups, ich habe meine Spitzhacke drüben gelassen. Ist ja wieder typisch. Die ganzen Werkzeuge liegen ja noch alle hier. Wie konnte das denn geschehen? Oh. So viel zum Thema, wir waren fertig, ne? Also, sieht anders aus. Sag ich jetzt mal. So, okay. Ach was, bleibt erstmal alles im Inventar. Es darf ja auch nicht zu ordentlich werden hier, ne? Sonst erweckt es noch den Schein, wir wären professionell. Ah. So. Die kommt dann nämlich wieder weg. Und stattdessen machen wir nämlich einen auf den hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und jetzt müssen wir nämlich ein bisschen rumdoktoren. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das ist mit diesen ganzen Eckdingern. Wood. Das brauchen wir. Aha, sechs Stück bekommen wir daraus. Ach, halt mal, nein. Schieben wir ja auch noch, klar. Treu weiter, Junge. So. Das ist jetzt einmal. Das war klar. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich kenne bereits den Workaround. Und zwar müssen wir einfach immer nur so anfangen. Heißt also, jetzt kommt hier einer hin. Den machen wir jetzt nicht an die Seite, sondern an die Seite ran. Und hier gehen wir genauso vor. Bam, perfekt. So, jetzt haben wir einen Tisch und an dem Tisch können wir denn jetzt unsere Wulbe kacken. Du Scheiße, Alter. Ernsthaft jetzt? Wo ernsthaft jetzt? Och nö. Och nö. Das sieht jetzt aber hässlich aus. Na egal. Muss ich mir später noch einen Fix für einfallen lassen. Das geht ja mal gar nicht. Zur Not ziehen wir dann einfach den Mittelsteg bis nach ganz hier außen. Dann haben wir praktisch überall Slabs, Stairs. Dann ist diese hässliche Verdrehung hier weg. Ist ja mal richtig hässlich so. Oh komm, nee, mache ich jetzt sofort. Das kann's ja so nicht lassen. Das sieht doch scheiße aus. Wisst ihr, und ihr fragt euch, warum es beim BER nicht weitergeht, ne? Wetten, die haben bei BER genau mit solchen Problemen zu kämpfen, dass hier einfach jeder macht, was er will? Ha? War das sarkastisch gemeint? Ach, wo, wie kommst du denn darauf? Das war voll seriously. So. So sieht aber scheiße aus. Boah, Alter, ernsthaft? Was soll denn der Kack? Ach, Mann. Egal, wir lassen es erstmal so. Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich bin nicht zufrieden damit. Definitiv nicht. Nein, könnt ihr mir glauben.
Denn das sieht ja scheiße aus. Aber gut, wir lassen es trotzdem erstmal so. Ja, dann würde ich mal sagen, für die Folge war es das erstmal. Dann schau mit V und ja, so weiter und so fort. Tschüss.